So, da wären wir wieder. Lassen wir die Zeit mal schön weiterlaufen, damit wir gleich Handel mit den Elfen betreiben können. Und in der Zwischenzeit überlege ich mir noch ein paar Kleinigkeiten, wie wir unser Fort sicherer machen können. Also eigentlich hätte der Angriff von den ganzen Goblins uns gar nicht tangiert, wenn wir keine Zwerge draußen gehabt hätten. Das heißt, wir sollten auf jeden Fall darauf achten, dass jedes Mal, wenn wir jetzt Leute rausschicken zum Holzhacken oder in den Untergrund gehen oder was weiß ich, dass wir immer hier eine Milizeinheit stationiert haben. Eventuell sollten wir allgemein noch eine zweite Milizeinheit gründen, obwohl wir dafür wahrscheinlich nicht die Waffen haben. Gucken wir mal, können wir jetzt handeln? Ja, sehr schön. Was haben die denn im Angebot? Ich denke mal, sie haben nichts von Interesse. Deswegen tappe ich hier jetzt einfach mal durch. Sie haben ein Baumrindenskorpion. Das klingt irgendwie nicht sehr furchteinflößend. Eine schwarze Mamba, das ist doch schon gefährlicher. Aber gut, sie haben also nur Tiere dabei. Ein bisschen Alkohol, Fässer, jede Menge Rüstung, die wir nicht gebrauchen können, weil sie aus Holz sind. Und Stoff. Ja, Stoff können wir gebrauchen. Und dafür kriegen sie die ganzen kaputten Sachen. Hier steht ja überall so ein X davor und eigentlich auch dahinter, das sieht man noch nicht. Das sind alles schon kaputt getragene Klamotten von Zwergen. Ich frage mich gerade, was die Zwerge jetzt alternativ so tragen. Ich denke mal, die laufen gerade halbwegs nackig da herum. Das müssen wir auch nochmal überprüfen und dann eventuell die Stoffproduktion nochmal richtig anschmeißen. Bisher haben wir aus Stoff hier immer nur die Kinkerlitzchen hergestellt, um was zum Tauschen zu haben. Oh, Rhinoceros Leder, Lederarmband. 6. Oh, das wollte ich nicht. Ah, Mist. Aber ja, das Rhinoceros Lederarmband ist richtig was wert. Und war im Einkauf bestimmt nur 30, 40 Zwergendollar. Und jetzt verkaufen wir es für 600. So muss das sein. Aber es ist ja auch höchste Qualität. Also es ist ja schon meisterlich, wie man an dem Stern links erkennen kann. So, von euch wollten wir jetzt nur die Stoffsachen. Die wähle ich nochmal schnell aus. Und danach habe ich mir überlegt, wir gründen draußen ganz viele Pastures, die alle nur ein Feld groß sind. Und stecken da einen Kampfhund rein. Die benutzen wir dann quasi als Frühwarnsystem und verteilen die über die ganze Karte. Wir haben ja inzwischen genug Hunde. So, ihr könnt auch noch alle weg. So, mehr als genug. Da können wir noch locker drei, vier Kisten. So. Und wir haben jetzt über 50% Profit, obwohl wir das gar nicht brauchen. Oh, aber wir handeln mit Elfen. Da sollte ich nochmal gucken, ob wir nicht irgendwas Hölzernes aus Versehen mitgetauscht haben. Wie ich zwar erfahren habe, gehen die deswegen nicht mehr in den Krieg in dieser Version, was ich irgendwie schade finde, aber wahrscheinlich würden sie trotzdem den Handel abbrechen. Nee, das sind alles Stoff- und Ledersachen. Ledersachen. Lederschuhe, Stoffschuhe. Nee, nichts aus Holz. Gut, dann können wir das einfach so vertauschen. Ich scroll noch mal ganz kurz ganz runter, ob sie noch irgendwas dabei haben. Aber nö. Tauschen. Und er ist ästhetisch wegen dem Handel. Ja, schön. Wir sind nicht so ästhetisch. Das war schließlich nur ein bisschen Stoff, den wir wahrscheinlich gar nicht wirklich brauchten. Also die Elfen können wir eigentlich in Zukunft getrost ignorieren. So, die Pastures wollte ich machen. Also, ein Problem ist, dass unser Eingang ja von vielen Seiten zugänglich ist. Also es können Goblins von unten kommen und hier über den Hügel flitzen. Die können von dem Hügel hier oben nach unten kommen oder von der ganzen Seite. Also wird es schwer sein, ein ganzes Gebiet abzudecken. Aber wir können es mal versuchen. Wir bauen einfach ein Pasture zwischen dem Eingang zum Höhlensystem und zum Eingang zu unserer Festung. Das wäre so hier. Pen Pasture, Shift N und da kommt jetzt ein War Dog hin. Dann machen wir das Ganze immer mit schönen Zehnerschritten wieder, wie ich das so gerne mag. 1, 2, 3, da kommt noch ein Pasture hin. N, Shift N, nächster War Dog. Nächster War Dog. Was zur Hölle haben wir? Nee, Goblins wollen wir nicht als Frühwarnsystem einsetzen. Ich glaube, das macht nicht wirklich viel Sinn. So. Ach, die sind alle noch zugeordnet dem anderen Pasture oben. Oder unten. Na gut, dann kommt hier noch einer hin. N, Shift N. Und du bist schon zugeordnet, bist jetzt hier zugeordnet.
Ich weiß auch nicht ganz, was diese Symbole hier bedeuten sollen. Einmal sind die so hell, einmal sind die dunkel. Vielleicht ist das eine diesen drinnen in der Festung und diesen außerhalb? Bin ich mir jetzt auch nicht sicher. Aber so lernt man halt dazu. So, jetzt nochmal 1, 2, 3 nach unten. Das ist ganz schön nah an der Festung. Ah, warum nicht? So, N, Shift N. Du kommst dahin. Dann tun wir hier. 1, 2. Ah, da unten kann einer hin. So, du bist weiß, du bist noch drin. Dann 1, 2, 3. Da noch einer hin. Also dürfte das schon fast langsam reichen. Ich hätte noch gerne oben auf dem Hügel drauf. Hier so. Mindestens noch ein. Kann auch ruhig ein normaler Hund sein, das ist egal. Und dann noch da ein. Kann auch ruhig ein normaler Hund sein. Und noch da ein. Damit dürften wir jetzt das Gröbste abgedeckt haben. Das heißt, wir werden zwar ein paar Hunde verlieren, aber ich verliere lieber Hunde als irgendwelche Zwerge. Denn zwei von unseren Zwergen sind ziemlich angeditscht moralisch wegen der Sache. Was ja auch verständlich ist. Gucken wir mal kurz runter in unsere Gruft. Habe ich da gerade ein Ausrufezeichen gesehen? Oh oh. Nee, also nicht oh oh, ich habe rangezoomt, sondern oh oh. Hier war eine Tantrum-Meldung. Tantrum ist, wenn ein Zwerg durchdreht, weil irgendetwas Schlimmes passiert ist und er zufällig negative Gedanken hatte. Haula Avu Tsri Fot is throwing a tantrum. Aber er hat anscheinend niemanden angegriffen und hat sich auch wieder beruhigt. Na gut. Haula Avu Tsri Fot. Pausieren wir mal ganz kurz. Haula. Wir haben zu viele Haula. Haula Asu Zifrot da. View, Enter. Und er ist quite content, also einigermaßen zufrieden. Er hat einen Freund verloren in einer Tragödie. Hat einen schönen Stuhl betrachtet, legendären Dining Room gegessen, hat einen schönen Trunk getrunken, in einem guten Schlafsaal geschlafen, einen wundervollen Trink getrunken und eine Tür betrachtet. Hat mit einem Kind gesprochen. Oh! Das ist ein positiver Gedanke. Also, hier steht nicht, ob es positiv oder negativ ist. Ich nehme es einfach mal an. Aber das wusste ich noch gar nicht. Dann sind Kinder ja doch für irgendwas gut. Und er wurde von der Sonne genervt. Na gut, aber dafür, dass er gerade einen Tantrum geschmissen hat, ist er noch einigermaßen zufrieden. Vielleicht ist das ja auch irgendwie befreiend, mal so ein bisschen rumzuschreien und auf Wände einzuschlagen. Ich weiß das ja nicht so. Aber gut. So, was haben wir noch? Gucken wir mal ganz kurz unsere Nobelleute an. Er braucht noch ein schöneres Office. Das dürfte ja nicht allzu schwer sein. Was war sein Office? Das ist sein Dining Room. Ah, er hat noch kein Office hier unten, er hat das alte oben. Das erklärt es natürlich. Da sollte auch ein Thron hin. Und wir können das Ganze hier auch schon mal vorbereiten. Ist das jetzt symmetrisch? Na gut. Wird schon irgendwie hinhauen. So, da ein Candle-Nut-Bett. Und wir brauchen bestimmt noch Armor-Stands und Weapon-Racks und was weiß ich. Die sind ja alle ziemlich verwöhnt. So, Weapon-Rack war... Ich vergesse das immer wieder. Obwohl wir schon so viele davon gesetzt haben. R. Aber es gibt ja auch tierisch viele Hotkeys. Sich die alle zu merken, ist ganz schön übel. So, Kabinett. Kabinett brauchen auch fast alle. Kommt da mal einer hin. Oh, und wie ich sehe, eine Tür wäre nicht schlecht. Oder mehrere. So, das können die Zwerge auch gleich mal machen. Wie schaut's hier aus? In dem ganzen Haufen Müll von den Goblins. Oh, ist noch jede Menge verboten. Vor allem jede Menge Granit. Also, D, B, C. So, und der Hebel ist noch nicht fertig. Schade. Das wäre eine schöne Idee gewesen, um die Miliz noch ein bisschen abzureagieren. Einfach Gefangene töten. Klingt sehr makaber, aber ist bestimmt für die erholsam.
und ein wenig befriedigend, wenn sie gerade Kameraden an Goblins verloren haben, sich da ein bisschen auszutoben. Aber das wird wohl warten müssen. Oh. Ah, Wutzrill hat wieder ein Tantrum geschmissen. Und hat sich gleich wieder beruhigt. Und hat wieder ein Tantrum geschmissen und sich gleich wieder beruhigt. Das ist kein sehr gesundes Verhalten. Wo warst du? Du warst irgendwo hier am Anfang. Ah, Wutzrill, da. Zoom to Creature. Ah, er schmeißt mitten in den einsamen Minengängen ein Tantrum. Na gut, jetzt verfolgen wir ihn mal. Also, ein psychisch instabiler Zwerg mit einem riesen Stein in den Händen läuft durch die Gegend und wartet darauf, durchzudrehen. Und kommt dabei einer ganzen Reihe von Särgen vorbei und steigt einfach so über einen rüber. Auch nicht schlecht. Aber ja, hier unten kann er nicht viel Schlimmes anrichten. Selbst wenn er ein Tantrum schmeißt und selbst wenn er... Oh, jetzt geht er in wichtigere Gebiete. Ich wollte gerade sagen, selbst wenn er... Da liegt eine Leiche. Warum zur Hölle liegt da eine Leiche? Die wird bitte schön geclaimed. Die wurde wohl irgendwie vergessen. Die wird jetzt hoffentlich beerdigt. Aber warum war die hier drin? Irgendjemand hat die Leiche hier reingeschliffen und dann hier liegen lassen. Ah, ist doch makaber. Bringt die Leiche bitte runter. Irgendjemand nicht drüber trampeln. Und die... Kommt schon, Jungs. Seid nett. Irgendjemand? Also ich hab das... da. Kann ja nicht angehen. Und wird auch hoffentlich irgendwo hier standesgemäß beerdigt. Aber der Zwerg kommt nicht an. Ach, die haben ihn jetzt nicht oben auf den Müllhaufen geschmissen, oder? Das wäre jetzt auch ganz schön. Och nö, komm, Jungs. Hier sind Leichen. Viele Leichen. Och nö, meine Mutter ist gestorben. Auch nicht schlecht. Obwohl, nee. Sie ist am Schleppen? Ah ja gut, sie ist nicht tot. Würde sie mir wahrscheinlich auch nie verzeihen, wenn ich ihren Zwerg hätte sterben lassen. So. Ah, warum werden die Särge unten nicht gefüllt? Das irritiert mich jetzt ein bisschen. Wir haben die doch alle. Die sind belegt, belegt, belegt. Oh, wir haben die noch nicht freigegeben als Grabkammer. Also B und P, damit keine Pets begraben werden. B, P, 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 das sollte erstmal für die nächsten 2-3 Belagerungen reichen. Jetzt kommen die hoffentlich von da oben wieder runter. Weil, denn es ist kein Wunder, dass die Zwerge alle durchdrehen, wenn ihre Familienmitglieder oben in einem Massengrab beerdigt werden, wo die Tiere drauf rumlaufen und Gras fressen und was weiß ich. Wo wir gerade hier sind, können wir mal die Nestbox direkt neben den Zwergenleichen aufbauen. So, kein bisschen makaber und so. Aber deswegen lieben wir doch alle Dwarf Fortress. Also, unten die Gräber. Da kommt eine Leiche an. Eine blaue. Warum auch immer die blau ist. So, wir haben jetzt schon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tote Zwerge. Mal gucken, wie viele das noch werden, so in den nächsten Folgen. Aber ich denke mal, dadurch, dass wir jetzt das Frühwarnsystem draußen haben und dass ich keine Fehler mehr mache, die Zwerge so einzeln rauszuschicken, außer jetzt gerade, dann dürfte es schon besser hinhauen. So, ich sehe hier noch jede Menge Fallen, die nicht wieder bestückt wurden. Eventuell sollten wir noch ein, zwei Mechaniker neu einstellen. Haben wir überhaupt noch Mechaniker? Das wäre ja auch eine interessante Frage. Ja, zwei Stück. Er trinkt was und er belädt eine Käfigfalle. Ja, das ist gut. So, weiterlaufen lassen. Oh, und wie jede Folge ein bisschen an unserem Weg weiterbauen. Damit er irgendwann auch mal fertig ist. Aus Granit, bitteschön. Obwohl wir da fast keine Blöcke mehr haben. Wir hätten gerne Rock Blocks. 30. Also, eigentlich sind es dann 120. Weil aus jedem Stein ja 4 Blöcke kommen. Und was zur Hölle macht Webster da? Der blinkt so komisch. Er hat immer noch Wunden und wir haben immer noch nicht das Krankenhaus eingerichtet. Oh, da fällt mir was auf. Ja, wir haben hier ein Hospital, wo nichts drin ist.
weder Verband noch Tische noch Streckbänke noch ein Arzt, der überhaupt irgendwas macht. Das müssen wir ganz schnell ändern. Aber das können wir nächste Folge machen. Also bis gleich.